arbeitet Peter, mit voller was ist Kapazität. Mit der Waffe? Ist wahrscheinlich nur ein Wachleut. Ein Wachleut, oder? Bei der Abteilung Anlagen ein. Ja, okay. Ich will erstmal hier in die Bioscience. Das sieht sehr grün aus. Das gefällt mir. Ich mag grün. Ach, das ist nur eine Wartungsklappe im Boden. Verstehe. So, Biowissenschaft. Oh, irgendjemand wollte da mit mir reden, aber ich bin einfach durch die Tür abgehauen, weil ich so höflich bin. Aha. So, so. Ein Lagerraum. Hier lagert jede Menge Raum. Und auch große Metallkisten, so wie es aussieht. Wo kommen wir denn hier überall hin? Was ist das für ein Labyrinth hier hinten? Oh, da ist abgeschlossen. Na, ich schließe einfach mal auf. Schön. Oh, es gibt hier Medizin. Tolle Mikroskope. Und diverse Dinge, die ich, glaube ich, nicht dringend brauche. Also winzige Miniräume hier. Da ist schon wieder abgeschlossen. Was versteckt ihr denn hier? Oh, wo bin ich denn jetzt hin? Huch! Was passiert hier? Ich wusste nicht, dass es ein Ladebildschirm gibt. Ich dachte, das ist einfach noch ein Lagerraum. Oh, wo sind wir denn hier? Sollte ich hier sein? Ich glaube fast nein. Aber ich bin trotzdem hier. Kann ich hier gefahrlos durchgehen? Ja. Okay. Vorsicht. Ja, das glaube ich auch. Bin gerade nicht sicher, ob es so gut ist, hier zu sein, aber ich gucke einfach mal. Zur Not lade ich einfach neu. Hier kann man Knöpfe drücken. Das ist wahrscheinlich auch nicht die beste Idee. Ah, da ist ein Zünd am Rumlaufen. Und der sollte wahrscheinlich besser nicht erfahren, dass ich hier bin. Oh oh. Ich krieg doch nur wieder Ärger. Warnung. Anomalie entdeckt. Was verstecken die hier unten? Feind in der Zone. Irgendwie glaube ich, ich sollte nicht hier sein. Alarmstufe erhöht. Ich glaube sehr, ich sollte nicht hier sein, aber die Neugier treibt mich gerade an. Wie so oft. Ich glaube, das mit der Tarnung kann ich mir sparen, mit dem Schleichen. Ach, das ist ein Aggressotron. Ich dachte, ein Zünd hätte da mit mir geredet. Es ist ein Aggressotron. Nukulares Material, ja bitte. Das ist also eine Art Lagereinrichtung, so wie das aussieht. Aber warum sind hier die super... Warum ist alles abgeschlossen? Warum sind hier super Sicherheitsmaßnahmen? Gehört das nicht dem Institut alles hier? Ich verstehe das nicht so 100%. Hakenrohrzange-Mod. Ja, warum nicht? Ein bisschen Klebe. Das ist alles ultra geheim hier, so wie das aussieht. Ich krieg bestimmt Ärger dafür, dass ich hier bin. Oha, oha. Da muss ich doch bestimmt für nachsitzen. Oder noch schlimmer, die Hausordnung abschreiben. Das muss ich in der Schule einmal machen. Oha, das war ein Ding. Die Hausordnung abschreiben, das war noch die härteste Strafe, die ich jemals in meinem Leben auferlegt bekam. Ich glaube, es war in der 6. Klasse oder so.
Das sieht hier alles sehr nach Vault aus. Haben die hier eine existierende Vault quasi als Grundstock für ihren für ihr Institut genommen? Ich weiß es nicht. Aber ich finde es sehr faszinierend. Die Frage ist nur, ob ich riesigen Ärger kriege, wenn ich hier wieder rauskomme. Und am Ende bemerkt es einfach keiner, dass ich hier war. Oh, jetzt habe ich eine Uniform mitgenommen, die brauchte ich gar nicht. Quasi der verlassene Teil des Instituts. Oh, und da ist eine tote Katze. Och Mann, arme Katze. Und da kann man Fleisch rausnehmen. Hm, lecker Katzenfleisch. Oh, hier ist richtig ein Katzenfriedhof. Die armen, leckeren Tierchen. Ich meine, die armen Tierchen. Was haben die mit ihren endkrassen Sicherheitsmaßnahmen? Das ist doch nicht normal. Sowas habe ich zu Hause nicht. Glaube ich. Vielleicht haben die Vermieter sowas eingebaut und ich weiß da nichts von. Das kann natürlich sein. Oh, ein leerer Raum mit einer wässrigen Blutlache am Boden. Wie zu Hause. Das wiederum ist wie zu Hause. Das wär's. Und hier auch eine Katze mit einem Supermutanten. Hatten die einen Supermutanten mit einer Katze zum Streicheln und Spielzeug eingesperrt? Aus irgendwelchen Gründen? Was ist das hier? Ich verstehe das nicht so 100 Pro. Sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Geschafft. Ach ja, da liegt auch noch Katzen. Sag mal, ist die ganze... Der ganze untere Teil hier auf Katzenfleisch basiert, oder was? Holzblöcke? Was ist denn hier los? Das ist alles recht verwirrend. Da liegt noch ein Sünd irgendwie über dem Regal drapiert. Völlig normal natürlich. Braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es ist nichts Ungewöhnliches hier. Und da kommt man nur über Terminal rein. Terminal Illness wahrscheinlich. Left. Bin drin. Oh, left ist es sogar. Ach, hier kann ich auch die Türme jetzt ausschalten. Das ist ja hervorragend. Ist ja super. Ach, da wäre auch ein Terminal gewesen. Supermutanten in Klontanks oder was? The fuck? Haben die hier Supermutanten gezüchtet aus irgendeinem Grunde? Terminal. Brian Virgil. Virgil war hier am Werk. Brian Virgil, persönlicher Eintrag. 0176. Der gute Virgil. Vielleicht kann ich hier sein Gegenmittel besorgen. Dr. Brian Virgil. Dies wird wohl meine letzte Aufzeichnung sein. Krass, Alter. Meine Anträge, das FEV-Programm einzustellen, wurden wiederholt abgelehnt. Wir haben in den letzten 10 Jahren nichts Nützliches herausgefunden. Das Serum. Warum besteht Vater darauf, es fortzusetzen? Wenn er nicht zur Vernunft kommt, muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Was wir tun, das ist nicht richtig. Das muss aufhören. Ja, dringend. Wenn jemand das hier findet, wenn ich nicht mehr hier bin... Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Niemand. Verstehen Sie das? Zum Teil. Ich werde dafür sorgen, dass das ganze Programm stillgelegt wird. Gut so, gut so. Wenn nicht für immer, dann zumindest für Jahre. Und danach? Mir ist klar, dass das, was ich tun werde, als Vertrauensbruch gelten wird. Er wird es wohl Verrat nennen. Also, geh.
Ich habe einen Plan. Und wenn der funktioniert, bin ich an einem sicheren Ort, an dem ich nicht mal die Runner finden werden. Alles, was wir getan haben, die Leben, die wir genommen haben, wenn es einen Gott gibt, dann möge er Gnade mit uns haben. Das möge er wohl. Forschungsunterlagen. Hier spricht Dr. Elliot und dies ist der Bericht für die Abteilung Biowissenschaft. März 2224. Wir haben gerade eine weitere Lieferung Testsubjekte erhalten. Aber wie ich bereits zuvor berichtet habe, kommen wir derzeit nicht weiter. Mehr desgleichen wird uns auch nicht helfen. Die beiden vielversprechendsten Stränge des FIV wurden optimiert, aber das reicht noch immer nicht. Ich gebe hier noch einmal offiziell die Sicht des gesamten Teams wieder. Um Fortschritte bei der Forschung zu synthetisch hergestelltem organischem Material zu machen, müssen wir neue Wege beschreiten. Weitere Testsubjekte aus dem Commonwealth helfen uns nicht weiter. Wir haben immer wieder dasselbe Problem. Zu viel Strahlung. Einfach zu viel Strahlung. Wir brauchen etwas Neues. Ja, etwas Neues. Es gibt einen Vorschlag, genau, den wir demnächst vorstellen werden. Ich fühle mich dabei nicht ganz wohl, aber es scheint die aussichtsreichste Lösung zu sein. War die Lösung eventuell, meinen Sohn zu kidnappen? Hier ist nochmal Unterlagen. Hier spricht Dr. Elliot und das ist der offizielle Bericht der Abteilung Biowissenschaft für das Direktorat. Wir schreiben den August 2178. Ich freue mich, berichten zu können, dass die Ernte die Erwartungen übertroffen hat. Die Ernte? Wie bisher jedes Jahr, seit ich diese Position übernommen habe. Auch ansonsten ist hier alles in bester Ordnung. Bis auf eine Ausnahme. Oha, es gibt immer eine Ausnahme. Dr. Frederick hat mich darüber informiert, dass das Direktorat Forschungen an Proben des FIV genehmigt hat, die sich bereits im Besitz von Dr. Frederick befinden. Ich will die Entscheidungen des Direktorats natürlich nicht in Frage stellen. Na, gewiss nicht. Wer würde das wollen? Ich will auch nicht wissen, woher diese Sache kommt. Aber, nun ja, die Angelegenheit ist doch bedenklich. Möglicherweise sogar gefährlich. Ich werde alles tun, um die Risiken zu minimieren. Aber ich hoffe sehr, dass allen die möglichen Konsequenzen bewusst sind. Ich denke eigentlich an nichts anderes als an Konsequenzen, aber ich bin ja auch nicht Dr. Frederick. So, was habt ihr hier denn noch Schönes? Status der Person. Projektstatus unbegrenzter Scheintod. Person M151. Grunddaten männlich, Mitte 30, mangelhafter Gesundheitszustand, Resultate nach Beginn, konform mit Standardresultaten. Status der Person entsorgt. Hallo, entsorgt ist ein Mensch gewesen. Person F224. Weiblich, Mitte 30, mäßiger Gesundheitszustand, Resultate nach Beginn, konform mit Standardresultaten, schnelle Verschlechterung des körperlichen Zustands, verstorben. Männlich, Anfang 30, mäßiger Gesundheitszustand, Resultate nach Beginn, körperlicher Zustand, konform mit Standardresultaten, geistige Kapazitäten leicht überdurchschnittlich. Status der Person markiert, entsorgt. Männlich, Ende 20, überdurchschnittlicher Gesundheitszustand, schnelles Nachlassen der geistigen Kapazitäten, anormale körperliche Resultate. Status der Person terminiert. Haben Sie hier Leute mit dem FEV-Virus infiziert und zuguckt, wie sie zu Supermutanten wurden? War es das? Weiblich, Anfang 20, mäßiger Gesundheitszustand. Schnelles, exzessives Wachstum, Aggression deutlich über normalen Parametern, terminiert. Männlich, Mitte 30, mangelhafter Gesundheitszustand, nicht schlüssig, terminiert. Anmerkung, Person unbeabsichtigt terminiert während Vorfall 5 oder V, keine Ahnung. Daten sollten aus künftigen Berichten gestrichen werden. Und weiblich, Anfang 30, mäßiger Gesundheitszustand, nicht schlüssig, terminiert. Anmerkung, Person unbeabsichtigt terminiert, während Vorfall V oder 5, Daten sollten das gestrichen werden. Fortschrittsberichte. 7.10.2277. Eintrag von Syversen C. Anmerkung, letzte Testrunde beendet. Ergebnisse alle innerhalb der erwarteten Parameter. Habe Dr. Simmer direkt informiert, da er die Tests persönlich angeordnet hatte. Schien unzufrieden mit den Ergebnissen. Bin mir nicht sicher, was er erwartet hat. Wollte keine Angaben darüber machen, warum er die Tests überhaupt durchführen wollte. 4.10.2286. Da sind mal eben 9 Jahre vergangen.
Eintrag von Virgil B. Anmerkung, ich habe nach Dr. Syversons Tod nun offiziell die Führung des Projekts übernommen. Die aktuellen Testpersonen zeigen ähnliche Resultate wie die Versuche der letzten 5 Jahre. Keine statistischen Abweichungen. Die synthetischen Organe funktionieren weiterhin gut. Die Notwendigkeit zusätzlicher Tests bleibt weiterhin unerklärt. 2.10.2287. Eintrag von Virgil B. Anmerkung, nichts Neues, immer das Gleiche. Habe förmliche Beschwerde beim Direktorat eingereicht. Diese Tests liefern uns keine brauchbaren Informationen. Das Bioprojekt wurde vor Jahrzehnten ausgelagert. Warum bestehen wir darauf, das fortzuführen? Redigiert. Eintrag von Direktor Überbrückung AZ99. Anmerkungen redigiert. Alle Anfragen zum Projekt sollten nun direkt an den Direktor gehen. Das Labor ist bis auf Weiteres stillgelegt. Ja, so ist das. Bis auf Weiteres stillgelegt. Und hier kommen wir wieder raus. Oh Gott, wir kriegen so einen Ärger, wenn die wissen, dass wir hier drin waren. Oh, bestimmt müssen wir ohne Essen ins Bett. Oh, guck mal. Laserfeld deaktivieren. Das FIV-Labor ist ein potenzieller biologischer Gefahrenbereich und wurde versiegelt. Zu diesem Teil der Einrichtung ist der Zutritt verboten. Anfragen nach weiteren Auskünften können in dreifacher Ausführung an unsere Datenabteilung gesendet werden. So, ich scheiße auf die Sicherheit und deaktiviere das Laserfeld. Und aktiviere es wieder, damit niemandem auffällt, dass ich da drin war. Ha, ich bin so ein gerissener Bursche. Ich muss nur mich hier reinhacken. Mit einer Axt womöglich. Wastelords. 0 Treffer. Settlement. Nee, das kann es nicht sein. Scavengers. Nee, kann es auch nicht sein. Attracting. Das könnte sein. Also. Yes. Na also. So, Laserfeld reaktivieren. Als wäre ich nie dort gewesen. Hust, hust. So, da muss ich mit jemandem reden, aber ich muss gerade mal gucken. Hier sind auch weitere Labore. Da ist eine Treppe ins Nichts. Ach nein, die führt gar nicht ins Nichts, sondern in einen bizarren Kontrollraum. Der aussieht, als wäre er aus den 50er Jahren oder so. Da haben sie die Tür zugestellt. Nur damit ich da nicht reinkomme. Das sind solche Biester. Oh. Terminal. Ja, bitte. Entwicklung Z51 Phase 2. Entwicklungstagebuch der Zoologischen Sünd-Initiative Phase 2. Erste Überlegungen. Was sollen wir erschaffen? Wir haben Kreaturen entwickelt, die in der Luft und auf dem Land leben. Der nächste logische Schritt wäre ein Meeresbewohner. Die größte Herausforderung ist nach wie vor das Erheben von Daten. Genaue Messungen, Verhaltensdaten, Lebenszyklus, Lebensraum und so weiter. Könnte in der Hand etwas Brauchbares haben? Memo an selbst. Anfordern, dass ein Plünderer-Team in diesem Bereich verlegt wird. Welcher Meeresbewohner wäre also ein guter Kandidat? Fangen wir mit der Größe an. Nicht zu groß und nicht zu klein. Die vielversprechendsten Kandidaten, Gattung Delphinus und Gattung Carcharhinus. Weiß nicht. Also Delphinus ist vermutlich ein Delfin. Carcharhinus ist eine Krabbe. Weiß ich nicht. Der Lebensraum innerhalb der Anlage wird eine logistische Herausforderung. Vermutlich muss Biowissenschaft erweitert werden, unter anderem mit großem Wasserbecken. Da müssen zahlreiche logistische Probleme berücksichtigt werden. Wahrscheinlich wird sich die Abteilung Anlagen sperren. Ist natürlich auch kompliziert, hier ein riesiges Wasserbecken reinzubauen. Muss das als ersten Schritt eines größeren Plans verkaufen? Was könnte sonst noch in den aquatischen Lebensraum passen? Können wir da Nahrung anbauen? Vielleicht Algen? Welche anderweitigen Experimente können wir durchführen? Könnten wir Unterwasser-Synths für Bergungstätigkeiten auf dem Meeresgrund entwickeln? Wahrscheinlich zu weit hergeholt. Muss noch daran arbeiten. Werde dieses Tagebuch fürs erste ad acta legen und mich auf andere Prioritäten konzentrieren, bis mir mehr Gründe einfallen, warum uns der aquatische Lebensraum nutzen könnte. In der Zwischenzeit kann ich ja weiter Daten sammeln. Good Warwick-Initiative. Leitbilderklärung.
Die Good Warwick-Initiative sollte Tests von genetisch veränderten Forschungsobjekten im einzigartigen Klima des Commonwealths erleichtern. So sollte die Wirkung von niedriger Strahlung auf das Wachstum und die Entwicklung der Objekte untersucht werden. Die gesamte Abteilung Biowissenschaft vertritt die folgende Hypothese. Durch die richtige Menge an Umgebungsstrahlung und Boden mit dem richtigen pH-Wert, wie er etwa um das Good Warwick zu finden ist, werden unsere veränderten Samen schneller wachsen und die doppelte Größe erreichen. Krass. Projektumsetzung. Stufe 1. Durch gentechnische Veränderungen werden wir eine neue Sorte von Cucurbitaceae Kürbissen erschaffen, die ähnliche Eigenschaften wie die Sorte hat, die im Commonwealth angebaut wird. Stufe 2. Aufnahme von Roger Warwick, dem Patriarchen des Guts Warwick, und anschließendes intensives Verhör, um an alle Informationen über sein Leben und seine Familie zu kommen. Stufe 3. Mit den Informationen aus Stufe 2 wird ein Zünd-Doppelgänger von Roger Warwick erschaffen und direkt auf dem Gut eingebettet, sodass die Einheit die Operation direkt überwachen kann. Das SEB wird die Logistik für diesen Teil der Initiative übernehmen. Stufe 4. Beginn der Lieferung von Prototypsamen zur Aussaat. Stufe 5. Profit. Nein, Stufe 5. Beobachtungsdaten der eingebetteten Einheit werden abgeholt. Stufe 6. Wurden ausreichend Daten gesammelt, werden die Sünd-Einheit und alle Samen für weitere Forschung zurückgeführt. Sämtliche Spuren der Initiativenoberfläche werden vernichtet. Der arme Roger Warwick. Was ist mit dem Original Roger Warwick? Sie haben ihn durch einen Sünd ersetzt. Wo ist das Original? Ermordet? Vermutlich. Das Institut ist furchtbar. Statusberichte. Okay, das war sehr aufschlussreich, danke. Bericht über aberrantes Verhalten. Oho. Direktor Holdren, hier sind die Einzelheiten, die Sie zum aberranten Verhalten der Gorillen angefordert haben. Insgesamt wurden 16 Vorfälle erhöhter Aggression dokumentiert. Biowissenschaftsmitarbeiter, ich eingeschlossen, die diese Vorfälle beobachtet haben, würden die zur Schau gestellte Aggression als extrem und gefährlich einstufen. Insgesamt wurden 6 Zündtierpfleger durch Gorilla-Angriffe zerstört. Hinsichtlich des Auslösers dieser Verhaltensveränderung nehme ich an, dass es sich um eine Reaktion auf subjektiv empfundene Konflikte handelt. Mehrere Angriffe folgten auf lautstarke Streitgespräche in Hörweite des Geheges. Ein weiterer Vorfall trat kurz nach der letzten SEB-Sicherheitskontrolle auf. Es scheint eindeutig ein Fehler im Verhaltensmodell vorzuliegen. Ich bezweifle, dass dieser behoben werden kann. Ich weiß, dass Sie dagegen sind, aber meiner Meinung nach müssen wir die Gorillen vernichten. Sollte dies nicht möglich sein, empfehle ich, dass sämtlicher Kontakt mit den Gorillen auf Sünd-Einheiten beschränkt wird. Wir sollten unterbinden, dass Biowissenschaftsmitarbeiter mit ihnen in Kontakt kommen. Das Risiko ist einfach zu groß. George Carlin. Zugriffsprotokolle anzeigen. Ach ja, die guten Zugriffsprotokolle. Ich würde immer noch gerne so ein Honoband hier reinladen. Die verschlüsselte Aufzeichnung, aber... Was hiervon ist die verschlüsselte Aufzeichnung? Ich sage nichts davon. Ich kann Dimas Erinnerung hier reinladen, aber... Was bringt das? Netzwerkscanner. Ich weiß nicht genau, was ein Netzwerkscanner ist. Muss ich den Netzwerkscanner... Ist der Netzwerkscanner das, was ich hier reinladen muss? Ich guck mal ganz kurz im Inventar, was der Netzwerkscanner ist. Das muss hier irgendwo stehen, weil ich wüsste nicht, was der Netzwerkscanner... Irgendwie Netzwerkscanner, was? MN. Netzwerkscanner. Ah, Nachricht von Tom. Der große D wollte, dass ein Tutorial dabei ist. Hier ist es also. Kurze Version. Steckt das hier in eine... ich muss den Netzwerkscanner hier reintun. Kurze Version, steck das hier in ein beliebiges Institutsterminal und kopiere die Nachricht. Lange Version, der Patriot schickt uns schon seit Jahren kleine kodierte Nachrichten mit einer heftigen Verschlüsselung. Die Rekonstruktion war echt krass. Patriot ist gut. Aber ich habe es hinbekommen. Legt dieses Holoband in ein beliebiges Institutsterminal, damit es eine verpackte Nachricht direkt an Patriot sendet. Du begibst dich in den Bauch der Bestie, also vertraue nichts und niemandem. Ende. Vielleicht hätte ich mir das früher mal durchlesen sollen. Eventuell. Gut, dann haue ich mal den Netzwerkscanner hier rein. Hätte ich schon viel früher mal machen sollen, aber ich wusste nicht, dass der Netzwerkscanner das ist, was ich hier reintun soll. So. Netzwerkscan einleiten. Scanvorgang abgeschlossen. Verschlüsselte Nachricht kopieren.
Kopiervorgang abgeschlossen. Fremdes entdeckt. Okay, dringende Antwort vom Terminal kopieren. Dringende Antwort 001. Bestätigt. Treffen im Wartungsraum im Bereich fortschrittliche Systeme. Okay. Holoband auswerfen. Ja, das sollte ich nicht hier lassen. Das könnte nämlich nicht so gut sein. So entdeckungsmäßig. Gut, das heißt, wir müssen uns mit dem Patrioten treffen. Er ist also hier oder sie, ich weiß nicht. Ein patriotisches Lebewesen. Oh, guck mal, Pflanzen. Oh, ich mag Pflanzen voll. Guck mal, alles voller Pflanzen. Bauen hier jede Menge Spinat an oder was auch immer das sein soll. Ach, guck mal, hier kommen wir eventuell hier hin, wo wir hier hingekommen sind. Wo es ins Pfeff-Labor geht. Pfeff-Labor aus feinstem Pfeff. Sehen Sie sich noch heute unseren Pfeff an. Hier ist noch ein Terminal. Abteilungsnotizen, ja. Unser Ehrengast ist eingetroffen. Jetzt, unser Ehrengast hier ist, möchte ich euch alle noch einmal daran erinnern, dass ihr höflich, zuvorkommend und aufgeschlossen sein sollt. Wir bekommen nicht oft Besuch von der Oberfläche und dieser Fall ist noch einmal etwas ganz Besonderes. Ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, dass ihr alle unseren Gast in Freundschaft empfangen und als gute Gastgeber beweisen werdet. Freuen wir uns auch über dieses außergewöhnliche Ereignis, auf das wir einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Direktor Holdren, das ist aber ein anderer Direktor. Das bezieht sich nicht auf mich, sondern auf einen anderen Gast, der vor langer Zeit hier war. Energieeinsparung. Als die neuen Regelungen zum effizienten Energieverbrauch eingeführt wurden, war ich stolz darauf, wie gut wir die gesetzten Ziele erreicht haben, ohne dass die Produktivität nennenswert gelitten hätte. Es war eine große Herausforderung, die wir mit Bravour gemeistert haben. In letzter Zeit schleicht sich aber vermehrt sorgloses Verhalten ein. Viel zu oft sind Hunde im Labor und außerdem wird über der Tastatur gegessen. Und viel zu oft finde ich Geräte mit Licht eingeschaltet vor, wenn sie eigentlich ausgeschaltet sein sollten. Und die Einstellung für die Klimatisierung wurde ohne meine Genehmigung verändert. Es ist nämlich viel zu kalt. Rufen wir uns daher alle noch einmal in Erinnerung, dass wir gemeinsam für das Wohl des Instituts arbeiten müssen. Schließlich ist das nicht nur unser Zuhause, es wird auch das Zuhause künftiger Generationen sein, die unsere Arbeit für eine bessere Zukunft fortführen. Dr. Holdren. Synthzoologie, der nächste Schritt. Ich habe spannende Neuigkeiten für euch alle. Vater hat die nächste Phase meiner Synth-Zoologie-Initiative genehmigt und ich bin bereits dabei, einen Zeitplan für die erste Prototypenphase zu erstellen. Wie schon zuvor ist dies ein Projekt mit niedriger Priorität, aber falls jemand von euch etwas Freizeit sinnvoll verbringen möchte, seid ihr herzlich eingeladen mitzuarbeiten. Ich werde zunächst einige grundlegende Entscheidungen treffen müssen, unter anderem auch, welches Tier wir replizieren wollen. Oh, Ameisenbären, bitte. Oder Gürteltiere. Pangoline. Egal, ich muss euch sicher nicht sagen, wie sehr ich darauf brenne, mit dem Projekt anzufangen. Sag mal, brennst du? Und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was angesichts unserer Fortschritte bei der Entwicklung von Synths hier möglich sein wird. Direktor Holdren. Ach, Direktor Holdren ist der Direktor dieser Abteilung. Ich dachte, direkt... Ne, egal. Boden-P-Werte. Ach so, das sind die P-Werte vom Boden. Zugriffsprotokolle, ja, die kennen wir ja schon.